Angefangen hat alles ganz anders. Auf dem Fahrrad. Mit einer, nennen wir es mal, Radtour nach Indien. Bin erstmal der DDR davongeradelt. Das Holzboot, mit dem Wilfried Erdmann von 1966 bis 1968 als erster Deutscher die Welt umsegelte. Und dort habe ich mir praktisch das erste Boot, das ich gesehen habe, gekauft. Die damalige Bekanntschaft wurde dann noch meine Frau, aber erst nach der Reise. Tja, wir wollen mal Hafen anlaufen, Herr Erdmann, ja, glaube ich, nicht? Denn wir sind ja hier keineswegs auf hoher See, sondern wir befinden uns auf dem Hof unseres Fernsehstudios in der Sendezentrale des ZDF. Bitte mal eine Anlegebrücke. Dann heiratet man. Hat eigentlich, ist ja ein schöner Tag, ein schöner Augenblick und auch was Ernsthaftes. Und dann kamen wir auf die Idee, beide wohl zusammen, machen wir zusammen eine Weltumsegelung. Denn das Segeln hat dir ja gefallen. Was für eine Geschichte. Die romantische wie entbehrungsreiche Hochzeitsreise von Astrid und Wilfried Erdmann mit ihrem Segelboot um die Welt. 1011 Tage war die knapp 9 Meter lange Catena II das Zuhause der beiden. Wie geht es weiter? Nach vielen Jahren auf den Weltmeeren war das normale bürgerliche Leben mental weit entfernt. Aber wir waren ja jung und wir hatten auch einige Mittel zusammen durch unsere Boote, die wir dann verkauft haben. Und haben uns am Mittelmeer ein schönes Holzboot erworben, um damit Segelausbildung zu betreiben und Charter. Also da war kein Zwang dabei, wenn es nicht geklappt hätte, irgendwie zu viel Unruhe oder zu viel Unzufriedenheit an Bord gegeben hätte, wäre die natürlich abgebrochen. Aber das war nicht so der Fall mit Kindreisen in dem Alter. Der war 3. Es ist eine relativ einfache Sache. Der Umzug hier aufs Land hatte auch einen Grund. Ich wollte nonstop um die Welt segeln. Mein Vorhaben, die Erde allein und nonstop zu umsegeln, hat hier begonnen, an diesem Tisch mit Seekarten und Büchern, die ich jahrelang wälzte. Gebaut wurde das Boot auf der Insel Norderney. Da bippert das schon manchmal. Das ist man schon sehr unruhig und die Stimmungen sind am Boden und resigniert. Die nächsten Jahre nach seiner Nonstop-Weltumsegelung widmet sich Wilfried Erdmann seglerisch den heimischen Gewässern. Ich sehe, wir sind ja auf der Ostsee und ich muss fast ausweichen. Na, ach so fährt er. Nee, ist in Ordnung. Ist ein sehr gelungener Riss von einer ganz berühmten deutschen Werft. Und dennoch in der Nachkriegszeit gebaut. Tja, war schön. Zurück in Goldtoft. Hier steht sie. Catena Nui. Die Catena, die mit Wilfried Erdmann wohl am meisten assoziiert wird. Ja, das ist meine Catena. Die hat am meisten geleistet, am längsten mitgesegelt, am härtesten vor allem. Und zusammenfassend, die hat viel für mich getan. Aber was um Himmels Willen lässt jemand im durchaus fortgeschrittenen Alter auf die Idee kommen, die Welt gegen die vorherrschende Windrichtung zu umsegeln? Ja, das ist vielen Leuten schwer zu erklären. Was habe ich mir da bloß vorgenommen? Nonstop und ganz allein um die Welt zu segeln. 32.000 Seemeilen, meist gegen den Wind und schlimmer, meist gegen ein aufgewühltes Meer. Denn das Boot 10 Meter, 8 Meter Wasserlinie, das ist wenig am Wind. Und dadurch hat dann meine Zeit von 315, also Tage habe ich kalkuliert, am Ende dann 343 gebraucht. Also einen Monat länger, als ich kalkuliert hatte. Und dies mit 60 Jahren. Das heißt, in einem Alter, in dem viele andere sich vor allen Dingen mit der bald anstehenden Rente beschäftigen. Ja, das Ankommen. Tja, wie sich Ankommen anfühlt. Man ist selig. Absolut. Auch ein schöner Tag.